Der Tag beginnt damit, dass alle ankommen und wir haben immer die Erfahrung, dass sie sehr irritiert und ängstlich sind, weil es geht darum, dass sie ganz viele andere treffen, die sie nicht kennen. Und dass wir erstmal vorne den Karten geben, wo sie aufschreiben sollen, was für sie Gerechtigkeit ist. Dann müssen die untereinander diskutieren. Was ist eigentlich gerecht? Was schreibe ich da hin? Was ist für mich wichtig? Ihr habt hier heute die Möglichkeit, eure Meinung zu äußern. Ihr werdet mit einbezogen. Ihr könnt sagen, was euch bewegt, was ihr euch wünscht, was eure Probleme sind. Und das interessiert uns alle ganz, ganz dolle. Und vor allen Dingen interessiert das auch hier einen Menschen, den ich jetzt einmal auf die Bühne bitte, und zwar unseren Bürgermeister von der Stadt Wittenberge. Ich finde es gut, dass Kinder und Jugendliche früh lernen, an diesen sogenannten Partizipationsprozessen mit teilzunehmen oder überhaupt an demokratischen Prozessen. Später, wenn sie dann erwachsen sind, sind sie ja aufgefordert zu wählen oder auch selber mitzuwirken. Und deswegen ist es gut, dass es solche Veranstaltungen gibt, die genau auf so eine Partizipation, auf Meinungsbildung, auf Demokratie üben, abzielen. Insofern finde ich diese Veranstaltung sehr gut. Gefällt euch das? Seid ihr zufrieden hier mit dem Leben oder sollen wir was verändern? Wir verteilen kleine Zettelchen mit Farben, wo eben die Gruppen sich völlig mischen müssen, die an dieser Tagung teilnehmen. Dann gehen die in die Gruppen. Der erste Teil der Konferenz ist so angelegt, dass wir eben Verfahren haben, wo sie diskutieren, was für sie gerecht ist, was sie nicht gut finden, was sie für Veränderungen haben wollen, was sie im Bereich Schule, Jugendfreizeit, Familie, Mobilität einfach anders haben wollen. Und das schreiben wir auf. Dann gibt es eine Pause. Sie hängen dann die Ergebnisse, die auf einem Flipchart geschrieben sind, dass alle Leute alle Ergebnisse sich angucken können. Und dann geht es in die kreative Phase, weil durch kreative Angebote, das macht einfach Spaß. Es muss Bewegung her. Es ist nicht immer nur dieses stupide Dasitzen und Erzählen. Es ist irgendwann richtig langweilig. Man muss auch mal irgendwie ins Geschehen kommen. Meine Devise lautet immer: Anpacken statt meckern. Heute habe ich bei Graffiti Gruppe diesen Workshop gemacht und ich habe viele neue Dinge gelernt und gesehen. Es ist eine gute Erfahrung. Wir haben viel gelacht, auch viel gespielt in dem Moment und ich hoffe, dass es auch gut beim Publikum ankommt. Wir drehen Kamera ab. Ich war in dem Workshop, wo man mit der Gruppe halt einen Film dreht. Ich fand es total cool, mal neue Leute kennenzulernen, mit denen was zu machen, deren sich kennenzulernen. Weil es halt jeden was angeht, ne? Mit Gerechtigkeit und jeder sollte sich damit auseinandersetzen. Im ersten Moment war es ein bisschen Wehmut, aber jetzt im Nachhinein war es voll cool, war eine gute Entscheidung, dass wir hierher gegangen sind, denn wir sind jetzt schon am Ende und es hat echt viel Spaß gemacht mit der ganzen Truppe. Nur in 2 Stunden kreieren die kleine Kunstwerke, die wirklich total spannend und von einer unglaublichen Intensität sind. Die werden dann anmoderiert und da ist die Stimmung so, dass sie sich gegenseitig einfach dann total würdigen. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Und das mit einer unglaublich guten Stimmung.
Gerechtigkeit wird nicht von irgendjemand, der ein deutungsmächtiger Akteur ist, sie macht. Das muss von allen gemacht werden und das ist die Grundkonzeption der Veranstaltung, eben Gerechtigkeit gemeinsam zu gestalten an einem Tag, und die ist nicht nur gerecht, sie ist selbstwirksam. Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Das ist einfach so. Und ich finde, sie haben ihre Zukunft mitzugestalten, mitzubestimmen.